Tip! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first death. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his blood bowl! Good move hiring that player. Give the team a little more, you know, whatever. They've been training non-stop for this match. And we've got an interesting match ahead of us. One where the sides are not evenly matched. Bob's quite excited, aren't you, Bob? Thrilled, more like you. I love these uneven games. There's so much blood. Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei Bloodlords 2. Wir spielen mit der Nutball Chaos Squad gegen ein Skaven-Team voller rattiger Rattenmenschen. Und ja. Dämmenswurf. Playing against the Skaven is never easy. They're fast and annoyingly good at moving the ball about. You just gotta hit them square on, Jim. They'll go down like the scabby bags of fur they are. Genau, also die Bob und Jim haben uns schon gesagt, was wir zu befürchten haben. Ein schnelles Team, das mit dem Ball umgehen kann. Wir haben hier einen Spieler, der hat Unterstützen. Das können wir ziemlich annoying. Blocken hat er auch. Wir haben einen Feldspieler. Ihr seht schon, die Rüstungswerte des Skaven sind nicht sonderlich hoch. Das ist vielleicht unsere Chance, hier ein bisschen um uns zu prügeln. Hier haben wir einen Agility 4 Feldspieler, alles klar. Der auch bald einen Aufstieg kriegt. Dann haben wir hier einen Starspieler, nämlich Hackflem Hoppeldorn. Zwei Köpfe hat er. Und Ausweichen, zusätzliche Arme und einen Klammerschwanz. Also alle möglichen Mutationen. Dann hier die ganz gemeinen, die sind glaube ich die schnellsten Spieler im ganzen Spiel. Mit Beweglichkeit 9, haben allerdings nur Stärke 2. Der hat bekommen Ringen, das heißt, wenn beim Blockwurf die 2 fällt, kann er den Gegner zu Boden ringen und ausweichen. Das ist eine gute Kombination bei ihm. Er hat auch Ringen, alles klar. Und Ball entreißen. Okay, auch ein Gossenläufer. Und noch der dritte Gossenläufer. Der hat Sprinten, okay. Kann sich 3 statt 2 Felder bewegen. Das heißt, er könnte fast bei dem richtigen Ergebnis auf der Halbzeittabelle, kann er sogar in einem Zug einen Touchdown machen. So, dann haben wir hier einen mit Ausweichen und was hat der? Der hat Hau weg das Leder, Ballgefühl und Wurfsicher. Was macht das? Ach, der kann Pässe auf irgendein Feld rüberziehen. Okay, alles klar. So, wir wechseln noch schnell unsere Chaoskrieger ein, bevor hier irgendwas noch passiert. 39 Sekunden haben wir noch gegen den Umbreon. Ne, den Umbreon möchte ich auf dem Feld haben diesmal. Wir tauschen den gegen den Kurimius und den Lesrak tauschen wir gegen den Ingai. Den Umbreon möchte ich auf dem Feld haben, weil er die Möglichkeit hat, aufzusteigen mit seinen 4-Star-Spielerpunkten. Okay. Gegen die Skaven. Kein Big Guy dabei. Das ist schon mal ganz gut. Und niedrige Rüstungswerfe. Hoffen wir, dass wir ein paar Casualties erzielen. Weather is fine, so I'm not going to talk about it again. Okay, der Ball geht mal ganz hinten. Das heißt, ein langer Weg für die Skaven, den Ball aufzuheben, aber sie haben halt 4 Spieler mit Beweglichkeit 9 auf dem Feld. Und das ist sehr krass. Sogar 5 mit Hackflem. Die normalen Feldspieler haben Beweglichkeit 7. Das ist halt sehr, sehr schnell. Das Skaven sind auch ein nettes Team. Sehr stark. Viele Positionsspieler.
Und die Gossenläufer haben auch noch schicklich Ja, der weicht halt total aus mit zwei Köpfen und Agility 4 hat er, oder Agility 3? Ja, Agility 4, zwei Köpfe, der läuft durch alles durch. Um den werde ich mich versuchen mal zu kümmern. Leider habe ich keinen mit Tackle. Keinen Spieler. So, wir sind dran. Ich würde sagen, wir blitzen den hier, weil der ist durchgebrochen. Und schieben ihn mal hier Richtung Tiermenschen. Das heißt, wir haben potenziell 4 Blocks, die wir gegen ihn ausrichten können. Plastiklöffel macht man den Anfang. Okay. Schieben. So, und der nächste Block. Wieder nur schieben, hat ein bisschen Glück. Und wir bleiben. Und noch ein Block. Und hat er ausweichen? Er hat ausweichen, also er hat weiter Glück. Folgen. Und der letzte Block. Okay, blocken hat er nicht. Nieder mit ihm. Okay. So, der gute Samuel ist umzingelt von einer Horde Skaven. Alles klar, dann unterstützen wir ihn doch hier mal ein bisschen. So. Und hauen den Skaven vor ihm. Wir haben Wiederholungswürfe. Ja, Samuel in letzter Zeit ein bisschen unkonzentriert. Und wir bleiben stehen. Ja. Okay, Rüstungswurf 8. Hm. Was haben wir hier gewürfelt? Wir haben leider eine 7 gewürfelt. Wir müssen... Ah, schade, schade. So, der hat nur Geschicklichkeit 2. Hat der Unterstützen? Der hat leider Unterstützen. Okay, dann müssen wir zuerst den Unterstützer prügeln. Ich würde wahrscheinlich etwas meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is... So. Der ist direkt mal gelähmt. So, und der Bero kümmert sich hier um den Wuhik. Komm, den schaust du jetzt aus dem Leben mit Rüstung 7. Na? Nicht? Na, enttäuschend, Bero, enttäuschend. So. Der Lesrak versucht mal hier ein bisschen die Gasse für den zuzumachen. So, und diesen Typi hier machen wir auch mal mit einem doppelten Manndeckungsgedönse. Alles klar, zu beenden. Nicht gut gelaufen, finde ich. Also es liegen viele am Boden, aber wir haben keine Verletzungen, obwohl die so eine mickrige Rüstung haben. Okay, diese 5 Blocks hier, die ich gebraucht habe, um die niederzuschlagen, ist natürlich auch krass. Der ist ein super Starspieler, finde ich. Wenn der noch blocken hätte oder ringen, dann wäre der richtig, richtig übel. Der Klammerschwanz ist ein bisschen unnötig, aber sonst. That's a dangerous place to be. Einmal schieben gegen den Karton. Dann macht er ihm jetzt hier die Gasse auf. Noch steht er nicht auf. Jetzt steht er auf. Geht raus. Und mit zwei Köpfen und Ausweichen. Like a tadpole, kein Thema. The skink slips between a pools. Und da geht auch der zweite Gossenläufer durch. It'll be difficult to catch. Nur einhauen können. 83% ausweichen. Der dritte Gossenläufer durch. Jetzt ist es schon fast Zeit, auf den Ballträger zu gehen, anstatt auf die Leute, die empfangen. Aber ich fürchte, der wird jetzt hier einen Cage bauen.
Der wird jetzt aufstehen. Dahin laufen wir, genau. Nice play. Okay. Versuchen wir... An den Ballträger werde ich nicht rankommen. Und ihr seht das Problem, wenn die durchbrechen, die haben eine höhere Bewegungsreichweite als meine Tiermenschen. Das heißt, ich muss mit Go4Its arbeiten, das ist natürlich risky. So. Der hier. Der hat Ball entreißen und ringen. Das heißt, es ist wahrscheinlich besser, auf den zu gehen. Der hat nämlich die höhere Chance, den zu fangen, dank den zusätzlichen Armen. Wir holen uns den Cartman. Das ist ein Einserblock. Okay, nee, den machen wir noch nicht dann. Stattdessen... Na. Holen wir uns den Lesrak hier nach hier unten. Dann wird der Cartman genießen. Need to be close. So close they can smell your breath and see the dead in your teeth. Aber ist okay. Folgen. The fans are rabbit, so am I. Just one more step. Plastiklöffel einmal hier bitte zumachen. So, Umbreon macht hier zu. Du machst einmal hier zu. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen hauen. Frank gegen den. Das ist ein Dreierblock. Der hat leider Ringen und Ausweichen. Schade, schade. Folgen. Biro, das ist eben schon gezeigt, dass du die Kleinen ziemlich gut hauen kannst, aber dieses Mal nicht leider. Schade, schade. Folgen. Samur. Den oder den. Das ist ein Agility 4 Feldspiel, den hauen wir. Wiederholungswurf. Ich will den niederhaben. Hau ihn. Trotz Knochenbrecher wieder nichts geschafft. Nee. Und wir bleiben stehen. So. Gucken wir mal, ob unsere Verteidigungsmaßnahmen hier geholfen haben. Ich traue dem Computer noch nicht, ehrlich gesagt, zu, so lange Pässe zu hauen. Aber hier rüber, dem Ball geben, werfen, ist drin. Weil das auch noch ein Werfer ist. Mal sehen. Also ich würde jetzt machen mit dem rechten Gossenläufer, dem hier, hier raus. Er hat nämlich auch noch Wiederholungswürfe in die, Touchdown-Zone. Mit ihm den Ball übergeben, hier rüberlaufen, passen, Touchdown machen. Ist völlig drin, jetzt nicht mehr. Okay. Watch for the handoff. Okay, er gibt dem jetzt den Ball. Das ist risky. I haven't seen a rat run so fast. Zusätzliche Arme gegen zwei Tackle-Zonen, okay. Ausweichen. Okay, und der Go4It. Ha! Nicht geschafft. Okay, aber er hat Wiederholungswürfe. Und er macht es. Okay. 1-0. So geht's auch. War risky für ihn. Also riskier, glaube ich, als die andere Sache. Und er hat keine Starspielerpunkte verdient, weil die Starspieler natürlich keine verdienen. Aber gut, 1-0. Ihr seht, der ist gefährlich, der Typ. Mit all seinen Mutationen und seiner Agility 4. Da läuft er einfach so durch unsere Tackle-Zone durch. So, wen haben wir draußen? Wir haben Mishka draußen. Und wir haben Plastiklöffel. Den Plastiklöffel möchte ich auf dem Spielfeld haben eigentlich. Für wen allerdings? Für den Engel. Und den Mishka
möchte ich den auch auf dem Spielfeld haben. Wir haben den Ball, das heißt, wir brauchen, glaube ich, jemanden mit Agility 4. Cartman möchte ich auch auf dem Feld haben. Koriminos kann mal raus. So, jetzt zwei Werfer auf dem Spielfeld. Umbreon einmal. So, wen haben wir denn hier noch? Plastiklöffel einmal noch da. Umbreon an die Line. Na. Mischka nach hier hinten. So, Lesrak tauscht mal mit dem Samu. Geht dann nach hinten, weil vielleicht möchte ich mit dir den Touchdown machen. So, der Frank prügelt. Muss man ein bisschen versuchen, die Prügelsachen auf den Hackflamm zu maximieren. Der prügelt den nach hier. Wo ist denn unser Knochenbrecher? Der ist hier. Tausch mal mit dem Frank. Es ist ein wildes Hin- und Hergewusel hier. Cartman. Ist klar. Frank. Bob, did you know that there are all Skaven leagues played in great caverns underground? The teams are backed by the powerful greater clans. So you have Clan Skyr teams, Clan Eshin teams, and so on. You lost me after Bob, Jim. Don't talk to me for the next few downs. Okay. Und wir lassen das so. Einige per Zufall ausgewählte Spieler beim Gelände zurück. Gott sei Dank hoffentlich nicht welche von uns viele. Unser Ballfänger hinten. Nein, Backfisch. Naja. Aber allerdings ganz schön viele von ihm. So, und wir versuchen dem jetzt noch den Starspieler hinzuzufügen. Wiederholungsruf. Wir müssen den niederprügeln. Okay, wir schaffen das jetzt. Damit zumindest schon mal nicht. Und weiter, komm. Hauen diesen Starspieler weg. Wie viel Schläge der schon eingesteckt hat. Okay, wir schieben ihn jetzt auch noch unfreiwillig hier Richtung Ball. Und komm jetzt, die nächste Block muss sitzen. Der Umbrenn hat keinen Block, er aber auch nicht. Oh Gott, ist das ein schlechtes Spiel. Ja, er holt sich jetzt den Ball. Aber Gott sei Dank sind seine Spieler so gut wie... Ah, er holt sich den sogar mit Hackflamm. Sehr gut. Wer war das? Der Lordas, gute Arbeit. So, Samoa. Folgen. Komm, Knochenbrecher. Du bist der Knochenbrecher im Team und machst nichts draus. Mann. So. Backfisch Richtung Ball. Loridas, hol dir den Ball. Komm. They've grabbed the ball. A wise move, as it's quite fundamental to the game. So, Umbreon versucht zumindest mal den Hackflamm hier ein bisschen im Zaum zu halten. So, Lesrak. Wir haben noch einen Blitz, oder? Wir haben noch einen Blitz. Und wem machen wir den Blitz? Den Mischka? Nee. Der Beru kann einen Blitz machen. Ja, zack.
Und mach was draus. Der hat nur Rüstung 7. What can you do against a full-speed horned opponent? The aim between the eyes. Nee. Das war schon mal besser, Bero. Entschuldigung. They're building a cage around the ball here. So. Solid tactic. Jetzt stehen die Skaven leider alle wieder auf, wie die Fans mit ihrer Prügel überzogen haben. Unsere Fans waren ja total sauer, dass die Skaven hier so früh den ersten Touchdown gemacht haben. Wäre ich auch gewesen an deren Stelle. Schauen wir mal, ob wir das diese Halbzeit noch ausgleichen können. Wir müssen langsam anfangen, die hier ein bisschen aus dem Leben zu prügeln. Die haben nur Rüstung 7. Und gut, sie haben noch zwei Spieler auf der Ersatzbank. Aber Blitz. Wiederholungswurf. Okay. Cartman gibt zu Boden. Ey, der hat mechanische Bauteile. Steampunks Gaming! Okay. Gut. Wir prügeln wir ein bisschen. Und zwar zuerst den hier. Hm, wir haben immer noch keinen Block mit dem Lesrak. So, Beru, einmal hier. Komm, mach's besser als eben. Das sieht gut aus. So weit, so gut. Jetzt nur noch aus dem Leben prügeln, bitte. Okay. Koali, einmal einen Blitz hier. Ja, sieht gut aus. Folgen. Apparently Wizards call that energy. Okay, dadurch haben wir jetzt hier den Mischka frei. Cartman hier auch mal ein bisschen in die Richtung. Und Backfisch auch in die Richtung. So, der Eloridas. Ein Pass ist mir jetzt zu unsicher. Deswegen einfach nur bald übergeben. Good hand. Nothing to be said. So, und hier haben wir die Plastiklöffel, die einem Pass, glaube ich, nicht abgeneigt ist. Hm, hierhin. Erstmal mit dem Mischka. Und dann den Pass. Ah, komm, Plastiklöffel, den kannst du noch fangen. So schlecht ist der nicht geworfen. Nein. Nein. Und immer noch kein Skave verletzt. Ich prangere das an. Whoa, that Skaven moves like a brown streak. Well, that's one way to describe it. Immerhin sind wir weit weg von diesem komischen zweiköpfigen mutierten Hackflemmer auf der anderen Seite. Und der kommt trotzdem mit zwei Go-Fruits zum Ball. The blessing of the dogs of chaos. Ah, okay. This player to pick up. Wiederholungswurf. Okay, er hat es nicht geschafft, den Ball aufzunehmen. Das wäre aber jetzt, der ist durch 1000 Tackle-Zonen durchgelaufen, habt ihr hier gerade gesehen. Okay. Vero ist ein Einser-Block. Okay. Ist nicht gut. Der Lesrak haut mal den, der hier am Ball steht. Weggeschieben ist ganz okay gerade. Bleib stehen.
So. Der Plastiklöffel haut mit Hackflammen. Wiederholungswurf. Okay. Bleiben. Jetzt, Bero, einmal ins Publikum mit dem Ball. Typi hier. Also Werfer ist das, glaube ich. And into the crowd they go. Weg mit dir. Zumindest eins Game weniger. Zumindest bis zum nächsten Anstoß. So. Backfisch. Oder Mischka. Loridas. Cartman. Cartman mit einem Blitz auf den Hackflammen. Ah, jetzt habe ich den Mischka angeklickt. Scheiße. Kleiste. Aber gut, der hat Block immerhin. Sehr gut. Alles klar. Gut. Dann können wir mit ihm nicht nach hier in die gehen. Nee. Hier hin und dann hier hin. Ey, come on! Agility 4, sag ich dann nur. Egal. Der Lester hat den Ball aufgehoben. Hier, so geht das! Zack! Allerdings ist der ziemlich langsam. Das wird jetzt Hayden. Ich glaube nicht, dass er es schafft, noch ein bisschen Touchdown durchzulaufen in dieser Runde. Ein Pass, aber wir haben keine Wiederholungswürfe mehr. Wir haben echt viel verbraucht in dieser Runde. Für Blocks. Ja, ist ein schwieriges Game. Die Skaven machen uns hier echt zu schaffen. They're attacking the ball carrier, Bob. I know, Jim. I'm watching the same match as you. It was time. He's not far from the end zone. Haha. Ja, komm. Ah, er hat immer noch wieder. Jetzt hat aber auch keine Wiederholungswürfe mehr. Okay. Wie lösen wir das Problem jetzt hier? Schwierig, schwierig. Nehmen wir den Frank, der könnte hier durchlaufen. Sieht mir auch nach der besten Variante aus, obwohl der muss auf jeden Fall ausweichen, denn das ist nicht so geil. Wir hauen erstmal den hier. Bleiben. One less annoyance to deal with. Ich übergebe mal den Ball. Okay. So, jetzt ist der Ball zumindest schon mal frei. So weit, so gut. Frank, hau mal den. Und Folge. Okay, immer noch keine Verletzungen. So, Koali durchbrechen. Backfisch durchbrechen. Plastiklöffel. Der Bero hat den Ball. Komm, Bero, einen Pass kriegst du hin, oder? Wir laufen zuerst neben den Hackflammen, der wird nämlich gleich wieder ausbrechen. Wir versuchen das jetzt hier so safe wie möglich. Okay, Cartman. So. Hier hin. Pass.
Did you see the passport? You sometimes ärgerlich. Spero. Den Ball schmeißen, du können musst. Ja, noch ist der Traum von Touchdown diese Runde nicht ausgeträumt, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Jetzt geht der Hackflim wieder nach vorne. Und er kann den Ball nicht aufheben. Allerdings hat er jetzt drei Tackle-Zonen auf dem Ball. Okay, beseitigen wir mal die erste. Das hat schon mal geklappt. So, dann beseitigen wir die zweite. Das hat nicht geklappt. Beseitigen wir die zweite. Weiterhin nicht möglich. Und komm, Beru. Ne, Beru ist zu schwach heute. Diesen kleinen squishy Spielern hat er nichts zu melden. So, der Cartman. Wie hätte ich... Kommt der Cartman in die Endzone? Ja, aber mit Risk. Also Koalik ist da besser geeignet. Also Cartman versucht den Hackflam wegzuhauen. Klar. Einmal ausweichen hier. Der Eloridus muss jetzt gleich einen Pass schmeißen. Das ist das. Dahin. Ball aufheben. Dahin. Pass. Nein! Nein! Koali, du kannst keinen Ball fangen. Der war super geworfen von der Leute. Das habt ihr alle gesehen, wie geradlinig der kam. Und dann war Koali kurz durch ein Eukalyptusblatt abgelenkt, was auf dem Boden lag. Huch, da kommt der Ball und zack, hat es ihn im Kopf getroffen. Habt ihr genau gesehen. Genau so ist es abgelaufen. Enga ist draußen, Kuriminus ist draußen, das behalte ich auch so. Ach, schwere Zeit. Okay. Es wird, glaube ich, das erste Spiel seit langem, was wir nicht gewinnen. Also können, es liegt zumindest in der Luft, dass wir nicht gewinnen. Naja. Gut. Ist der Hackflem denn noch auf dem Platz? Da ist er wieder, der Idiot. Naja. Wir starten schon mal nicht besonders gut. Komm, Samuel. Der Hackflam muss dran glauben. Sehr gut. Bis jetzt ganz okay. Jetzt setzt den Knochenbrecher ein und entfernt ihn aus dem Spiel. Nee. Nee. Going to be decisive. Ich bin versucht, den Hackflam zu faulen, weil der mir auf den Piss geht. So, erstmal hole ich mir den Ball, aber das ist das Wichtigere. So easy when you can change the shape of your body. So, Lesrak, Blitz. Wiederholungswurf. Ja, nicht viel gebracht. Außen rausgeschmissener Wiederholungswurf von Koali. Auch der Coach ist heute nicht in Form. So, wer kann denn... Komm, Umbra, du faulst den jetzt mal hier.
Und immerhin gelähmt. Nothing good comes from spending any time on the ground in this game. Und Quali. Ah, ich kann nur einmal faulen pro Runde. Schade. Ich hätte ihn jetzt auch nochmal gefault. Immerhin hat der Schiri das nicht gesehen, was der Umbrun hier gemacht hat. Okay, Quali, einmal hier die Seite zu machen. Und ein bisschen hier den... Der Cartman schützt weiter die Ballträgerin. Ball ist secure. Can the other team steal it away? Puh. Die Skaven liefern uns hier ein richtig gutes Match. Spielen das Ganze gut aus. Sind sehr, sehr agil und lassen sich einfach nicht kaputt knüppeln. Es gibt aber bestimmt auch andere Spiele für den Skaven, wo dann die Hälfte des Teams einfach mal verletzt in der K.O.-Box liegt. Aber es ist, sie sind sehr, sehr squishy unterwegs jetzt gerade. Da laufen sie, laufen sie. So, okay. Der Lesrak. Hau ihn! Nee. Folgen. Keep pushing. Alles klar. Beru. Komm, auch mit so kleinen, wuseligen Gestalten kann er immer noch nicht umgehen. Ich, das nächste Mal, wenn solche Leute auf dem Spielfeld sind, wechsle ich den Beru einfach mal aus. Hier gibt es noch einen niedergeschlagenen Skaven. K.O. Ja, sehr schön. Das ist ganz gut gemacht. So, der Samur mit dem Knochenbrecher. Alles klar. Folgen. Gelähmt. Okay. Blackfish. Cartman geht nur nach hier. Mishka nach hier. Backfisch versuche ich jetzt mal einen Starspielerpunkt zu holen, zumindest für sie. That's a good economical pass. Good play. Nice catch. And the ball is already well defended. So, den Blitz haben wir schon aufgebraucht. Der Hackflim wird jetzt gleich hier rumlaufen. Ich sehe das kommen. Deswegen versucht der Umbreon, ihn nochmal zu faulen. The player's on the ground. Looks like he's about to get a kick. Five gold pieces says he gets kicked in the face first. Und wieder gelähmt. Und der Schiri hat's immer noch nicht gesehen. Das läuft doch perfekt. So. Was machen wir mit Eloridas? Ich glaube, der läuft mal hier Richtung... Richtung Ballträger und versucht hier zu unterstützen. Umbreon macht hier ein ganz gutes Geschäft hier, indem er jedes Mal den Starspieler fault und ihn weiter lähmt. The attacker has an assist. Okay. Beru ist gelähmt. Ja, der kommt wirklich nicht zurecht mit diesen squishy kleinen wuseligen Skaven. Also Rattenmenschen und Goblins
sollten wir nicht auf den Bären setzen. This player likes to be well assisted in a fight. Gut, gut. Wie lösen wir das denn jetzt schon wieder? Hier gibt es auf jeden Fall mal einen Block. Bleiben. Tja. Der Frank haut den jetzt im Westen. Er hat Ringen, ne? Ja. Wiederholungswurf. Komm, das ist ein Dreier. Der muss doch... Ja, genau. Okay. Und bitte K.O. Und? Immer noch nicht, ey. Leute, die haben nur Rüstung 7. Ne? Ich möchte da nochmal dran erinnern, dass die nur Rüstung 7 haben, ne? Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, well, last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Immer noch keine Casualty. Und faul, wie immer, mit dem Umburn. Aber diesmal schaffe ich es nicht, ihn zu lähmen. Das habe ich gesucht, das Wort. Habt ihr gehört, ne, wie es in meinem Kopf gerattert hat. Jo. Ja, er macht das gut, dem Verteidigen. Das ist, natürlich ausweichen. Aber nicht jetzt, obwohl der ist gerade... Nee, der ist nicht aufgestanden. Das heißt, wir könnten gleich Koali verlieren in die Menge. Oh, mach mal nicht. Okay, alles klar. Alles klar. Gut. Lesrak, prügeln. Sehr gut. Jetzt muss doch mal einer gehen hier. Das ist doch langsam ein bisschen... schlecht, wie ich hier würfel. So. Plastiklöffel hat keinen Block leider. Okay, so läuft es doch schon besser. Fisch muss ich mir mal abziehen. So, und hier der Hackflamm muss jetzt wirklich mal fallen. Den Knochenbrecher, komm. Immer noch nicht. Ach du Kacke. Mann, 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 Mann. Come on, guys, together! That's it. Force them back and then pow. Ich prügel sie runter, aber ich schaff's nicht, Verletzungen zu generieren. Komm, Bero. Nächste Chance für dich. Ah, okay, das war aber auch kein Squishy-Guy von denen. Folgen und... Kombero, Verletzung.
it be more terrifying than being urinated on by a fleshhound? Leider nicht, leider nicht. Es ist alles nicht so das, was ich hier machen möchte eigentlich. Wir haben keinen Boden gut gemacht diesmal. Komm, Umbrian, faul! I love the sound of the Skaven when they're aber in auch pain. Dieses Foul hat sounds nichts like eingebracht. Victory. Jetzt versuche ich mal von der Seite wegzulaufen, vielleicht durch die Mitte den Punkt zu machen. Ja, gegen solche Teams braucht man Spieler mit Tackle. Also ein paar Spieler mit Tackle hätten, dann sähe das glaube ich schon ein bisschen anders aus. Oh, ich bin enttäuscht von so einem Samur, der hier ordentlich Blocks hatte, aber keinen einzigen verletzt hat mit Knochenbrecher. Samur wird gepusht. Obwohl, nee, das ist nicht so das Bug. Und auch noch zu niedergeknüppelt. Nein. Der arme Backfisch. Komm, Frank. Schieben, alles klar. Wir folgen. Ja, diesmal geht er down. Ja, immerhin lähmen wir manchmal. Das ist ganz gut. Bam. Aber es kommt nichts Zählbares dabei rum. It looks like that stew on the menu tonight. Beru wieder mit deinem Blitz, komm. Ah, gegen die Großen. Da tut er sich nicht so schwer. Hier eine Lähmung. Solid punch to the mangy critter will stop it flipping around. So, ich muss mal ein bisschen Risiko gehen, damit ich ein bisschen Starspielerpunkte sammle, Leute. Und jetzt drückt mir den Daumen, dass ich hier keinen Fehlpass werfe. Jo, läuft. Alles klar. Gut. Umbreon. Ja. 50-50 Chance gegen den Kammerschwanz, ich weiß. Aber Umbran schafft es. Hackflem ist wieder frei. So ein Scheiß. Er kommt aber jetzt bestimmt hier gleich zum Ballträger hingelaufen, wie ich den kenne. So kann ein einziger Spieler ein ganzes Team beschäftigen. Also ich merke, seit Spielbeginn konzentriere ich mich jetzt. Okay, er macht's nicht. Auf diesen Starspieler, der auch noch den Touchdown gemacht hat. Ja.
Also für einen Unentschieden bin ich ziemlich zuversichtlich. Was Besseres wird nicht mehr gelingen, weil wir haben zu wenig Züge über. Alles klar. So, hier geht's weiter. Ne, Leute, du brauchst Starspielerpunkte, weißt du doch, ne? Na, so kriegt man aber keine. Bero, komm, gegen die Kleinen kannst du auch... Oh, kann er nicht. Lass die Glöffel. Come on, guys, together. Soll sich der Bero nun kümmern? Mit einem Go for it schafft der Cartman den Touchdown. Oh, aber erst prügeln wir noch ein bisschen. Der hat Ringen und Ausweichen. Das heißt, es wird nichts bringen. So, komm, du hast Knochenbrecher. Mach dem doch mal alle Ehre. Aber leider hat der Gegner auch Ausweichen. Wir haben keinen Tackle. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. So, Cartman. 2 plus Wurf. 1-1. I didn't expect that, did you? I did expect it, but I didn't expect to expect it. Das ist der Cartman mit dem Touchdown und dem Level Up. A fresh start, fellas. You can return to the slaughter. So, ich werde jetzt mal ein paar Spieler auswechseln, die keinen Block haben. Zum Beispiel den Umdrehen. Dann werden wir sich draußen. So, 2 Runden reichen im Skaven-Team im Normalfall und gerade diesem Skaven-Team reichen 2 Runden für einen Touchdown. Wir müssen jetzt versuchen, ihn daran zu hindern. Stelle dein Team nach Belieben um. Ja, ich glaube, wir stehen aber ganz gut. Er hat sogar noch 3 Züge inklusive dem hier. Das wird schwer. Aber noch viel länger warten auf den Touchdown hätte ich da oben auch nicht gekonnt. Es laufen wir die Gefahr, den Ball zu verlieren und dann auch schnell den Gegentouchdown zu bekommen. Mit all den schnellen Spielern. Ja, Skaven ist... kann ein starkes Team sein, aber wie gesagt, in diesem Spiel, ihr habt ja gesehen, wie viel Pech ich habe bei den Rüstungswürfen. Die haben niedrige Rüstung. Und wir haben es nicht geschafft, einen einzigen K.O. zu hauen. Also, da hatte er das Gegenspiel schon Glück gehabt. Und wir haben jemanden mit Knochenbrecher zum Beispiel da. Und wir hatten ganz viele Verletzungs- und Foulwürfe auch. Also, ein bisschen Pech von dem Spiel. So, jetzt läuft er hier wieder durch 1000 Tackle-Zonen durch. Ja. Das läuft genauso wie im in der ersten Halbzeit. Wisst ihr noch, wo wir denn hier die 5 Blocks gegen ihn hatten? Und ich denke, das war an sich eine ganz gute Variante. Hat nur Pech, dass er nicht down gegangen ist. Gucken, ob es diesmal besser klappt. So. Mit wem? Erstmal haut der Frank den hier. The attacker has an assist. Okay, dadurch. This player, the attacker. Ist der Bero wieder frei? Komm, Bero, das ist kein kleiner. Stärke 3. Aha, seht ihr, dann kann er das.
und... Leider. Leider, leider. Ah, guck, wie man noch da ist. So. Ansonsten haben wir hier keine Möglichkeit. So, wenn er nach hier rausfüllen, muss er gleich in drei Tackle-Zonen. Der Loridas versucht mal, den hier einzufangen. Gut, wird selber gelegt, weil ich den übersehen habe hier. 50-50 ausweichen. Den Wiederholungswurf überspringe ich. Das ist eine Dummheit. Ich glaube nicht, dass der Wiederholungswurf bei dem 50-50 so viel bringt. Ich hatte den Skaven dahinter hinten völlig übersehen hier. Den da. Den Wuhig. Der hat sich ganz gut versteckt. So, in diesem Zug ist kein Touchdown möglich. Wohl, vielleicht von da. Smells like a good old-fashioned fight. Ja. Nee, von dem nicht, der muss erst aufstehen. Unity is strength. That's it. Force them back and then pow. Pow. Genau, pow. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Okay, einser Block. Schieben. And he's still standing. Ja. Okay, unser letzter Zug. Wir werden nicht gewinnen dieses Spiel, aber wir versuchen die Niederlage zu verhindern. So, der Typ hier kommt in die Endzone. Kommt der in die Endzone. Auch der kommt in die Endzone mit einem Go for it. Und auch der. Der hier hinten kommt mit zwei Go for it nicht in die Endzone. Ist klar. Das heißt, als erstes müssen wir uns um den hier kümmern. Sehr schön. Das war wichtig. Und der Bero. Am Ende des Spiels kommt er noch in Fahrt. Und lähmt ihn. Perfekt. Das ist gut gelaufen. So, der ist mir dann relativ egal jetzt. So, dann haben wir den Lesrak. Der kümmert sich um den. Wiederholungswurf setze ich jetzt hier ein. Okay, hat nichts gebracht. Okay, wir versuchen jetzt hier die Route zuzumachen. Da soll jetzt möglichst keiner mehr durchkommen. Möglichst viele Tackle-Zonen hier nach hinten bringen, weil der ist der Einzige, der noch scoren kann. Mit zwei Go-For-Its. Und zwei Tackle-Zonen auf sich. So, dann versuchen wir hier den noch ein bisschen zu stören. Der Frank hat noch einen Block. So, auch wieder nichts eingebracht. Der... Ach, das ist der mit Sprinten. Der kann auch noch scoren. Scheiße. Okay, mit drei Go-Fills. Und wir haben noch die Möglichkeit, hier die Tackle-Zonen anzubringen. Okay, also es ist möglich für ihn zu scoren in dieser Runde noch. Allerdings ist es relativ unwahrscheinlich. Aber man hat schon Pferde kotzen sehen.
wie der Spruch so schön heißt. Bin gespannt, wie der, ob er überhaupt noch versucht, jetzt zu scoren. Sieht nicht danach aus. This player likes to be well assisted in a fight. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Yeah, that's how you take down a rat man, Jim. A solid punch to the easy critter will stop it. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Ambitioniert. Okay. Und die Gewinne nehmen wir mit. Coriminus hat den MVP gekriegt, obwohl er nur ganz kurz auf dem Spielfeld war, alles klar. Du bist für die nächste Ligasaison in einer höherrangigen Wettbewerb aufgestiegen in die Silberliga, alles klar. Läuft. Okay. Der Mega Cup. Hier gibt es nur noch 4 Spiele. Schauen wir nochmal. Gibt es noch nichts. Spielplan. Flashing Spiders. Hier sind Hochelfen, Orks, Dunkelelfen. Hochelfen. Chaos, Orks, Bretonen sind hier drin. Das wäre mal nice, hier zu sehen, die Bretonen. Game Chaos, okay. Hm. Greenskinners heißt, wir werden gegen Orks spielen als nächstes. Aber erstmal gehen wir in unser Team rein. Wir haben, glaube ich, einen Aufstieg gehabt, ne? Ja, der Cartman ist aufgestiegen. Stufe aufsteigen. Die 9. I'm looking forward to these next few matches, Bob. Auch der kriegt Knochenbrecher, damit er noch mehr prügeln kann. Da hat er mich übrigens per Skype angeschrieben und sagt, hey, ich möchte mehr prügeln. Bitteschön, Karin. Mit Knochenbrecher sollte das nicht das Problem sein. Tja. So viel zu diesem Spiel. Das war ein hartes Match gegen die Skaven. Beim nächsten Mal dann gegen Orks wieder. Gegen die Greenskins Guys. Bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.